wird jetzt hier der Anfang vom Ende. Und ja, jetzt sind wir halt schon hier am Flughafen. Und ja, es gibt von hier ab bis nach Manila sind es 30 Stunden. Ja. Ich bin dann angehalten worden bei den Kontrollen. Das war der Grund. So, jetzt sind wir in Bangkok. Jetzt haben wir schon 2x6 Stunden Flugzeit mit 4 Stunden Aufenthalt, also 16 Stunden schon unterwegs. Und wir beeilen uns gerade, weil jeder, wo schon mal in Thailand war, weiß, am Immigration Center ist immer eine brutale Schlange. Und da müssen wir jetzt Gas geben. Jetzt halten wir uns hier nochmal 5 bis 6 Stunden in Bangkok auf und dann geht's weiter nach Manila, oder? Jawohl, dann geht's ab auf die Philippinen. So sieht's aus. Jetzt sind wir in Bangkok im Keller, Flughafen. Gehen jetzt hier mit der Skytrain in die Stadt. Denn wir haben noch 5, 6 Stunden. Wie viele Stunden haben wir jetzt Zeit? 13 Uhr geht der nächste Flieger. Also das heißt 8 Uhr. Ja, Mann. 8.45 Uhr, 9.45 Uhr haben wir jetzt. Ja, ein paar Stunden müssen wir uns jetzt hier verweilen. Ja, schauen wir mal, was wir dann finden. Ja, ist jetzt nichts anderes wie bei uns. Außer, dass ihr hier noch trainieren könnt. Ihr könnt euch hier noch die Klimmzüge noch machen. Ja, das ist der Vorteil. Also wirklich, das müssten sie in Deutschland auch mal einführen. Das stimmt nicht. So, wir nehmen jetzt Taxi. Verkehr ist hier ein bisschen stier, Leute. Hier ist eigentlich durchgehend überall immer Stau. Ich war leider zu schnell. Ich zeige euch aber jetzt mal kurz, wie das hier so aussieht. Hier gibt es alles Mögliche, Leute. Ja, und die Preise sind auch krass. Ja. Das ist jetzt gerade hier mal 1,10 Euro, habe ich mir reingehauen. Hier. Es geht hier die Reihe durch, Leute. Ja. Also, das geht da bis ganz hinten hin. Ich bin auch schon klatschnass, ja, wie ihr seht. Hab's natürlich mit der Schärfe wieder übertrieben hier. Aber egal. Gleich den ganzen Dreck rausschwitzen, wo ich noch hab. In Deutschland. Also, wir machen uns auch schon wieder bald auf den Weg jetzt an den Flughafen und gehen dann nach Manila. Bam, Leute. Ich könnte hier alles fressen, aber wir müssen los. Hektik. So, als ob wir nicht genug schon Strapazen hinter uns hätten. Ich zeige euch jetzt mal, wie lange die Schlange ist. Ja, das ist die Schlange. Alter, Alter, das gibt's doch gar nicht. Mein Kumpel wundert sich schon und hat mit dem Kopf geschüttelt. Ich zeige euch jetzt mal, wie lange die Schlange ist zu dem Schalter. Das ist der Wahnsinn, Leute. Die wollen alle nach Manila. Ja? Ich zeige euch jetzt mal, wo der Schalter ist. Hier ist der Schalter. Und ja, wir sind jetzt schon 25 Stunden unterwegs, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ja. Hier geht's nach Manila. Seht ihr ja. Zack, Philippin Air. Naja. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird, aber naja. Wird schon schief gehen. Jetzt haben wir schon so viele Stunden hinter uns. Das heißt, wir müssen jetzt dann noch, wir müssen dann noch mal 3,5 Stunden fliegen. 3,5 Stunden oder 4 Stunden. Boah, wir sind jetzt schon, sag's euch, 25 Stunden unterwegs. Wir sind noch nicht am Ziel. So. Fast schon abgefuckt. Was heißt abgefuckt? Wir sind jetzt schon 31 Stunden unterwegs, sind jetzt endlich in Manila angekommen. Ich will gar nicht wissen, wie wir stinken. Ja, Marathon, Alter. Richtiger Marathon war das. Aber das wird sich auf jeden Fall lohnen. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir in 2 Tagen auf Boracay fliegen. Hier von Manila werdet ihr nicht viel sehen, denke ich. Aber mal schauen. Aber das ist, jeder sagt, das wäre ein richtiges Drecksloch. Aber naja.
hier sitze dann. Ich muss duschen, ich muss aufs Klo, ich muss einiges machen. Also bis dann. So, jetzt verpissen wir uns gerade wieder aus Manila. Ihr habt jetzt wirklich nicht viel davon gesehen, weil es ja wirklich nichts zu sehen gibt. Wir waren mittags in der Shopping Mall, aber da es ja eh nicht gerade ungefährlich ist, sage ich jetzt mal, habe ich die Kamera auch daheim gelassen. Und ja, was ist noch passiert? Also gestern, wir waren jetzt nur gestern und heute hier, und gestern haben wir eine E-Mail bekommen, dass unser Flug für heute gecancelt wurde. Das heißt, einen Tag vorher, nicht mal 24 Stunden vor. Das heißt, gestern noch 4-5 Stunden Action gehabt, haben wir einen anderen Flug bei einer anderen Gesellschaft buchen müssen. Natürlich ist es auch mit mehr Kosten verbunden, aber wir haben drauf geschissen. Wir haben gesagt, lieber zahlen wir mehr und sind dann einen Tag mehr im Paradies, als hier noch ein paar Stunden zu bleiben. Die anderen lachen gerade. Naja, jeder, wo schon mal hier weiß, was ich damit meine. Jetzt fahren wir gerade wieder an den Flughafen, dann geht's ab. Und dann seid gespannt, dann seht ihr das Paradies. So, jetzt verpissen wir uns gerade wieder aus Manila. Ihr habt jetzt wirklich nicht viel davon gesehen, weil es ja wirklich nichts zu sehen gibt. Wir waren mittags in der Shopping Mall, aber da es ja eh nicht gerade ungefährlich ist, sage ich jetzt mal, habe ich die Kamera auch daheim gelassen. Und ja, was ist noch passiert? Also gestern, wir waren jetzt nur gestern und heute hier, und gestern haben wir eine E-Mail bekommen, dass unser Flug für heute gecancelt wurde. Das heißt, einen Tag vorher, nicht mal 24 Stunden vor. Das heißt, gestern noch 4-5 Stunden Action gehabt, haben wir einen anderen Flug bei einer anderen Gesellschaft buchen müssen. Natürlich ist es auch mit mehr Kosten verbunden, aber wir haben drauf geschissen. Wir haben gesagt, lieber zahlen wir mehr und sind dann einen Tag mehr im Paradies, als hier noch ein paar Stunden zu bleiben. Die anderen lachen gerade. Naja, jeder, wo schon mal hier weiß, was ich damit meine. Jetzt fahren wir gerade wieder an den Flughafen, dann geht's ab. Und dann seid gespannt, dann seht ihr das Paradies. So, guten Morgen, sag ich jetzt mal, denn wir haben hier 5.10 Uhr. Leute, ich habe jetzt hier die letzten Tage gar nichts abgefilmt. Wir sind nämlich knapp einem Taifun entkommen. Oder der ist so an uns vorbei, sage ich jetzt mal. Das Zentrum war etwas weiter weg. Aber er hat es halt wirklich geschifft. Die Leute, die es auf Snapchat verfolgt haben, die haben gesehen, dass die Straßen wirklich wie so ein See waren. Daher waren wir noch nicht am Strand. Ich habe auch noch keine Farbe abbekommen. War auch noch gar nicht trainieren. Ich sehe es, hier sieht es fast so aus wie bei mir daheim. Ich habe mir jetzt hier auch nur, also jetzt nicht meine ganzen Subs mitgenommen in den Urlaub, aber was Standard halt ist, ist Gerstengras hier in Tablettenform, dann BCAAs. Und trotz, dass wir hier, also näher am Äquator sind, habe ich Vitamin D3 trotzdem dabei, ja. Es ist aus dem Grund, weil ich oft eine Sonnenallergie bekomme und ja, das tut es etwas vorbeugen, sage ich jetzt mal, oder entgegenwirken. Ja, ich nehme euch jetzt mal mit, also vom Gym selbst. Also das Training werde ich jetzt nicht abfilmen können, ich habe hier kein Stativ oder sonst was. Aber ich zeige euch mal, wie das dort dann aussieht. Ich war schon mal vor ein paar Jahren dort. Das muss man mal gesehen haben, ja. Also. Ja, guten Morgen, also. Ja, es ist schon was los hier auf den Straßen, aber wie gesagt, wir haben 5.30 Uhr, glaube ich. Hier ist ja noch ziemlich nass wieder, ich glaube, es hat wieder geregnet. Ich war jetzt den letzten Abend daheim. Ja, die Jungs waren noch auf Party, aber bei mir ist irgendwas Schlechtes im Magen gelandet. Ja, ich fahre auch jetzt mit keinem Taxi oder so, ich laufe jetzt zum Gym, weil... Gestern war ich halt doch etwas länger im Zimmer gelegen. Wenn ich nicht wüsste, wo ich bin, würde ich ja Angst bekommen. Hier sieht es halt wirklich aus wie im Ghetto. Ja, das ist halt dritte Welt. Und ja, aber die Leute sind ja wirklich total easy, locker drauf. Und ja, es ist halt wirklich schon sehr düster in manchen Ecken. Aber naja, andere Welt halt hier. Seht ihr jetzt hier, die Straße ist hier gerade ein See, ne? Also da jetzt so viel geschifft, Leute. So, das zeige ich euch jetzt mal kurz.
hier das modernste Gym auf der Insel. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie, sagen wir es, was für eine Hitze hier tagsüber ist. Denn mir ist jetzt schon brutal warm. Ja. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal. Ein paar alte Bekannte. Ist jetzt auch nicht gefaked. 10 vor 5. Ja. Aber ist eigentlich alles hier, was man so braucht. Ja. Beinpresse kann ich ja keine machen. Da ich ja immer noch verletzt bin, Leute. Aber hier ist Nötigste ist eigentlich alles da. Ja, von daher. Jo, es wird heute nur ein Push-Day machen. Da ich ja bis jetzt, ich habe mein Training aufgesplittet, da ich ja keine Beinpresse, Kniebeuge mehr machen kann. Kein Kreuzheben, mache ich einen Push-Day. Anschließend mit Bauch und Beinstrecker. Und beim Pull-Day mache ich einfach noch Beinbeuger. Ja, ich mache nicht mehr wie Beinbeuger und Beinstrecker. Ja, bis die Verletzung komplett ausgeheilt ist, sonst habe ich dann noch Jahre damit zu kämpfen. So, ich mache das jetzt hier mal im Programm. Ihr seht es, sehr spartanisch, aber ja, früher ging es auch so. Leute, mit dem Dschungel irgendwo, ich bin so klatschnass geschwitzt. Kingfisher Gym Fitness Center heißt es hier. Fitness Center, ihr habt es ja gesehen. Krass, krass, voll abgelegen hier auf Boracay. Wenn man nach Boracay geht. Ja, Leute, so ist es halt, wenn man im dritten Weltland ist. Wir sind alle nur wir sind zu verwöhnt. Ja, Sachen, die für uns normal sind. Sind halt hier dann übelst krasser Luxus und die Leute sind ja auf jeden Fall glücklicher wie wir, obwohl wir geile Studios haben und ja, so ist es aber mit allem auch. Ihr seht, ich bin total außer Atem. Ja, jetzt laufe ich heim, die anderen pennen noch. Wie gesagt, ich habe jetzt letzten Abend überhaupt nichts gemacht. Cool ist ja wirklich, ihr könnt ja in jedem Eck Früchte holen, exotische Früchte, Mangos, die besten Mangos der Welt. Gibt es hier auf den Philippinen. Ich war wirklich schon an einigen Flecken, aber das ist halt wirklich so hier. Diese gelben, das sind der Wahnsinn. Im Zimmer, ich habe hier noch meine letzten Metschultern. Ja, manche denken jetzt, der ist verrückt, der Kerl. Aber ich habe die restlichen mitgenommen, da ich jetzt 1 Monat unterwegs bin. Die günstigsten überhaupt im Netz bei dattel-welt.de. Und nochmal 5% mit meinem Code. Aber die sind so schon am günstigsten überhaupt. Im Netz und mit meinem Code kriegt ihr nochmal 5%. Und hier habe ich mir jetzt, bam, das sind die geilsten Mangos, Leute. Die nehme ich jetzt einfach mit runter zum Frühstück. Und ja, haue mir die noch zusätzlich rein.